So, okay, los geht's am wärmsten Tag des Jahrtausends. Nein, ich musste alles zumachen, sowohl hinten die Fenster als auch unten die Fenster. Hinten die Nachbarskinder natürlich im Garten, vorne der Straßenlärm. Ventilator, Moment. Man hört es vielleicht. Kann ich auch nicht anmachen. Ja, das ist schön, das macht Spaß. So ist gut, nämlich hier bei besten, wärmsten. Achtung. Hey Google, wie viel Grad haben wir? 28 Grad, und bei euch wahrscheinlich was anderes. Gut, ja. Nun wollen wir hier mal weiterbauen, irgendwas, ne? Guck mal, hier ist. Na gut, Welt baut sich langsam auf. Ihr werdet wahrscheinlich, was die Audio-Geschichte angeht, gar nicht viel Unterschied merken. Allerdings wird jetzt beides aufgenommen. Sowohl das Gameplay separat als auch die Stimme separat. Das heißt, wenn irgendwas zu laut oder zu leise sein sollte, kann ich es jetzt endlich im Nachhinein zurückregeln und einstellen, wie ich es brauche. Ja, das nur dazu. Irgendwas hatte ich bestimmt vor. Außer hier wild rumzuhüpfen. Ja, dann hier die Ecke, die passt jetzt, oben passt jetzt. Jetzt heißt, dann müssen wir ein bisschen Lehm uns irgendwie besorgen und hier das Dach bauen. Und Holz brauchen wir auch wieder. Na, ein bisschen was ist hier oben, muss noch hin. Haben wir endlich noch Holz? Wahrscheinlich nicht, ne? Gehen wir mal schauen. Möbel, Steinzeug, leben mir den Kies. Oha. Der eine. Muss ich mal kurz ein bisschen runterregeln. Ihr werdet wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Mein Gott, bin ich froh, dass das funktioniert. Ich habe das ja schon mal irgendwann eingestellt und jetzt ist es halt so eingestellt, wirklich, dass hier das Desktop-Audio und das Spieler-Audio in einem Kanal ist und die Sprache im anderen Kanal. Und KDN Live kann es leider noch nicht. Das muss geändert werden. Moment. Ah, ich merke es jetzt schon. Ah, ist das schön kuschelig hier. Weil hier drin ist natürlich nochmal wesentlich wärmer als draußen, so direkt unterm Dach. Ah ja, das Dach kann man als Heizung benutzen. Ja, direkt unterm Dach. Kuschelig warm. Ich schaue mal nachher, wenn ich es nicht vergesse, wie viel Grad wir dann tatsächlich hier drin haben. Ich will die Aufnahme jetzt nicht nochmal irgendwie starten, weil alles irgendwie anfängt wild zu flackern. Von daher lassen wir es mal so, wie es ist. Ich gucke nachher vielleicht, wenn ich es nicht vergessen habe. So, Holz. Ja gut, das ist nur ein Busch. Ist auch nur ein Busch. Hier ist irgendwas passiert. Okay. Was auch immer. Klüpf, 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 klüpf. Sollte jetzt auch von der Lautstärke her, ich kann es nicht oft genug betonen, von der Lautstärke her vernünftig sein wieder. Falls nicht, kann ich es ja nachregeln. Gut, hier hinten ist auch irgendwas Komisches passiert. Ah, hier müssen wir, glaube ich, nochmal. Und die Dichte von den Ge Gebäuden, die Dichte von den Bäumen so ein bisschen angucken. So. Da wird es dann schon langsam wieder heller hier. Hier unten auch. So. Gut. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Haben wir mal alles mit der Hacke hier, mit der Axt hier weg. Na komm. Bäumchen, Bäumchen. Auch so ein bisschen unsere Baumfarm hier hinten irgendwie, ne? So ganz ohne irgendwie eine Farm errichtet zu haben. Funktioniert trotzdem. Wenn auch so ein bisschen kreuz und quer. So. Alles weg jetzt hier. Wieso ist eigentlich. Wollte gerade sagen, wieso bleibt denn hier alles irgendwie liegen und wandert nicht im Inventar? Aber klar, die Setzlinge, die bleiben natürlich liegen, weil die erst später runterfallen. Schieben wir es mal aufs Wetter. Ah, bei der Gelegenheit
Kakao. Ah, scheiße, Strohhalm. Plastik-Scheiß hier, wer denkt sich denn sowas? Wer denkt sich denn sowas aus hier? So. Knickknack. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich sage ja zu deutschem Kakao. Und ich sage nein zu diesem Wetter, meine Güte. So. Da mäht mir ein Schaf ins Ohr. So. Gut, warum auch immer das hier stehen bleibt. Und hier hinten? Ja, doch. Ich glaube, die Schafgeräusche irgendwie, ich habe das Gefühl, sind lauter. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. So. Pünktlich zur Nacht sind wir dann hier auch soweit durch. Hier unten ist immer noch irgendwas drin. Das Problem ist, ich kann jetzt in der Nacht nicht so wirklich spielen, weil ich sehe halt auch nichts. Es ist ja noch hell draußen. Ach, so ein bisschen was kann man erkennen. Das geht schon. YouTube macht es ja eh immer noch mal irgendwie einen ganzen Arsch dunkler. Also von daher, sorry. Also falls ihr jetzt nichts sehen solltet, ist das dann so. Da muss man dann mit leben. Gut, Setzlinge, wir pflanzen ein bisschen nach. Ja, gucken wir mal, was wir alles nachpflanzen. Also hier pflanzen wir nach. Ah, machen das mal nicht zu dicht. Das war irgendwie. Da pflanzen. Zu den hier. So. Machen wir mal nur einen rein. Machen wir hier mal zu. So. Und hier hinten. Ach, da ist noch einer. Lassen wir mal so. Nö. Da. Da ist schon. Nichts erkennen hier. Irgendwas klappert. Ein Baum klappert. Hallo Baum. Wäre ja geil, wenn man so die Monster mit den entsprechenden Werkzeugen dann auch töten könnte. Also so Axt für so ein Baummonster, Spitzhacke für ein Steinmonster und so weiter und so weiter. Gut, aber ich denke mal, das... Dahin. So, ich denke mal, das passt hier so. So, dann watscheln wir kurz mal zurück. Boah, sieht schon okay aus. Hui! Wisst ihr noch, als wir das gebaut haben? Irgendwann. Aber bis dahin, erstmal hier. So, 69 Holz. Müssten erstmal ein bisschen reichen für so zwei, drei Dinge. Haben wir hier eigentlich schon alles belegt? Ja. Hier muss man gucken. Das passte hier soweit alles, ne? Ja. Hoffe ich zumindest. Ja, sah aber soweit ganz okay aus. Hier. Die können wir jetzt endlich mal wegnehmen hier. Wie sieht denn das aus? Ungeheuerlich, du was? So. Ja, den Weg, kann man natürlich hier irgendwie auch an der Wand lassen. Ja, hier sollte noch mal eine Tür rein irgendwie. Ich überlege gerade, wir machen hier ein Fenster rein. Und hier eine Tür rein.
wofür auch immer man das dann später mal benutzen sollte. Können eben ganz kurz schon mal eine Tür machen. Ich habe ja alles dabei, was wir brauchen. So. Bestens vorbereitet, wie immer. So, Tür rein. So. Und Fenster rein. So ist doch hübsch. Rums, da geht die Tür auf. Bam. So. Gut. Hier hatte ich ja gesagt, wir müssen mal gucken, wie wir das hier zumachen vernünftig. Ich denke mal, ich werde das mit den Steinen zumachen, aber mit den normalen Steinen. Also mit denen hier quasi. Diesen hier. Zack. Ja, so als Kontrast, ne, dass nicht alles komplett weiß ist, sondern dass hier halt eben dieser Bogen dann gemauert ist. Außenrum dann eben die schönen Steine für die Optik, innen drin die etwas gröberen Steine, für, damit es stabil ist. Und Dach kommt dann auch nochmal drauf. Ach, da oben fehlt noch ein bisschen Holz. So. Gucken wir doch mal, wie wir da hinkommen. Wir laufen einfach einmal rum. Ist egal, was soll's. Oh. Da hinten müssen wir auch noch irgendwann hin, ne? War das der... War hier der Dungeon? In dem Dungeon soll ja irgendwie Loot drin sein jetzt mit der neuesten Version. Uah. Ja. Gut, das hat's gebracht. Absolut. Ich bin stolz auf mich. Ich bin einmal umsonst rumgelaufen. Machen das Ganze aber nochmal. Ja, also wie gesagt, in den Dungeon soll Loot sein. In dem Dungeon war leider kein Loot. Das heißt, das wird noch einer von den alten gewesen sein. So, und wir nehmen mal ein bisschen Baustellenerde mit. So. So, die Seite hier total vernachlässigt. Hier wächst überall schon das Unkraut in den Beeten. Das ist... Ja. Ah ja, wir wollten hier irgendwann auch doch mal die Steine irgendwie einrücken. Können wir dann auch nochmal irgendwann machen. Ah, jetzt war ich gerade unten. Jetzt hätte ich eigentlich welche mitnehmen können. Naja, was soll's. So. Hilz. Und... Ah, da drüben, da muss Dings rein. Kies und die Seiten müssen auch Kies. Ich sag schon wieder Kies. Es ist natürlich kein Kies, das ist Lehm. Gebrannter Lehm, um genau zu sein. Und für den gebrannten Lehm, wir haben eine Schaufel und wir haben eine kaputte Schaufel und wir haben... Das brauchen wir nicht mehr und das brauchen wir nicht mehr und dann... Würde ich sagen, da hinten ist garantiert noch irgendwo Lehm. Da gehen wir mal schnell hin und holen mal ein bisschen was. Hallo Häschen. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. So. Wir gehen mal hier an Land irgendwie nach hinten. Hier unsere Höhle, da wollen wir auch noch einen Eingang bauen. Also so ein paar offene Baustellen haben wir noch. Ich glaube, ich habe das irgendwann ganz zu Anfang mal erwähnt, dass diese Welt... mal eine längerfristige Welt werden soll und nicht nur irgendwie dann, bis irgendwas zu Ende ist. Da müssen wir nochmal gucken, ob ich das dann auch tatsächlich so machen werde. Weil ich so ein paar Mods ändern wollte und dann halt vieles irgendwie ungültig werden würde und das wollen wir natürlich vermeiden. Von daher, ja, schauen wir mal. So, das war übrigens tatsächlich der Dungeon, der ist einfach nur noch nicht gedingst. Der ist zu alt. Um Loot zu haben. Da ist noch einer, der wird wahrscheinlich genauso alt sein. Wir können ja trotzdem mal ganz kurz reingucken. Naja, kann man nicht reingucken. Na doch, doch kann man reingucken. Hier ist Fackel. Faggeln. Faggeln sind am Stissel. So.
Nanu, da ist Licht. So, was ist hier oben? Also zumindest schon mal kein Loot, ne? Jetzt können wir mal gucken, wo hier das Licht herkommt. Ach! Das heißt, die beiden Dungeons sind miteinander verbunden. Nicht? Ach, da war ich hier wahrscheinlich auch schon mal drin. Ja, dann war ich hier auch schon drin. Was soll's? So, der Ordnung halber. Schwimmen wir wieder raus. Oh, da ist noch eine Insel. Und hier der Vorstehende da mit einem Gummibaum unten drauf, meine Güte. So, was haben wir hier noch? Eine Höhle? Oha. Höhle, Höhle, Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Ups. Uiuiui. So. Naja, Höhle. Ach, wo ich gerade hier bin. Wir nehmen es mal schnell mit. Soll ja nicht schlecht werden, ne? Ach, da war noch einer. Na gut, okay. Du hast das Zeug immer gesehen. Das macht mich aggressiv. Hier war ich doch auch schon mal plündern, oder? Sieht alles abgegrast aus hier schon. Da ist was. Da können wir uns das holen. Aber hier hinten? Meine Güte. Oh, Sichtweite mit Nebel und so passt, würde ich sagen. Ja, ja, ja. So, wo war jetzt hier der Lehm? Ach, da ist noch mehr. Da ist übrigens noch ein Dungeon, sehe ich gerade. So ein Wüsten-Dungeon, da können wir gleich auch nochmal reingucken. Aber erstmal muss ich ja auch... Upsa. Das muss sich ja auch lohnen. Nehmen wir hier mal ein bisschen noch mehr Leben mit. Ah, das ist aber hier richtig tiefes Vorkommen. Ihr seht wahrscheinlich jetzt gerade so irgendwie gar nichts. Das ist aber okay. Ich baue hier gerade... Aua. Ich baue hier gerade Leben ab. Aua. Au. So. Kurz mal warten. Das holen wir uns auch noch hier, das Vorkommen. Und dann gucken wir mal in dem Dungeon, ob das einer von den etwas neueren ist, wo Loot drin ist, oder ob das einer von den etwas älteren ist, wo kein Loot drin ist. Aber wenn wir hier schon mal waren, da vorne irgendwo waren wir ja schon anscheinend, dann würde ich fast vermuten, dass das ein Dungeon ist, wo kein Loot drin ist. Aber schauen wir mal, ne? Ist ja schön, dass hier überhaupt ein Dungeon ist. Dunkel, 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 meine Güte. Mhm. Ja, hier ist irgendwo ein Dungeon Master. ich vermute ja fast. Aber ein schöner großer Dungeon. Gefällt mir. Da hier kann man sich auch verlaufen, oder? Ich würde ja sagen, das ist einer von denen, wo noch kein Loot drin ist. Na gut, gehen wir wieder. Tschüss. Oder haben wir jetzt hier alles irgendwie... Haben wir, glaube ich, alles ausgeleuchtet, ne? Ne, hier geht's auch noch mal irgendwie... Ach, hier geht's dann zu dieser komischen Terrasse. Ja. Kann man hier eigentlich... Ne, die gehen wieder aus, genau. Na gut, na gut, na gut, na gut.
Jetzt wird es wieder Nacht und man sieht gleich wieder gar nichts. Das heißt, den einen, den holen wir uns hier noch und dann geht's wieder nach Hause. Ja. Da war der Loop für das Wasser ein bisschen länger. Na gut. Ach ja, die Ofen. Die Ofens, die gehen ja noch nicht. Da müssen wir uns auch noch was ausdenken. Jetzt läuft es ja hier irgendwie unter durch und wird hier irgendwie ankommen. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir entweder von da noch hier rüber gehen oder dass wir hier unterirdisch irgendwie darüber gehen, dass wir dann da auch nochmal Separatanschlüsse haben. Ist, glaube ich, die bessere Variante. Dann haben wir irgendwie zwei Keller. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Erstmal müssen wir jetzt hier ein bisschen Zeug machen. Ja. Zeug. 100. 100 müssten aber eigentlich schon reichen. So, kurz ein Augenblickchen warten. Mit der Gelegenheit mal was Vernünftiges trinken. Alles nass, ne? Alles klebt, alles nass. Mal gut, dass ich nicht Donnerstag aufgenommen habe, da war es nämlich noch wärmer. Wobei hier auch schon irgendwie. Naja. So, 13. Ja, da können wir erstmal mit bauen. Ja. So. Ach, wir schieben es auf die Hitze, würde ich sagen. Ach, meine Güte, ja. Ich habe übrigens mal hinten die Anzeigen angemacht von dem Zeug, was das ist. Sieht bei so Sachen so ein bisschen komisch aus, aber das passe ich noch an. Auch hier, ne, also da der Text hinten in eckigen Klammern, der ist einfach direkt hinter. Ich gucke mal, dass ich das so einstelle, dass es das dann umgebrochen wird, irgendwie vernünftig. Aber ansonsten ist die Information, was für ein Zeug, das ist, glaube ich, ganz gut. Vielleicht kann man auch diese Information irgendwie anpassen, dass die dann automatisch umgebrochen wird. Das wäre natürlich noch schöner. In dem Fall, wir nehmen es einfach mal so hin. Zumindest jetzt. Aber ich wollte gucken, was ist das? 12/16, das sind hier oben 12/16. Machen wir mal. Ach komm. So. Noch irgendwas, was wir nehmen können? Nö, ne? Nö. So und so. Dann gehen wir mal nach oben und gucken mal, dass wir das mal eben oben vervollständigen. Und dann brauchen wir auch von denen, glaube ich, erstmal keine mehr, ne? Ups. Die drehen sich auch, wie sie wollen. Jetzt hier Schraubendreher. Wo ist denn der? Hier ist der. Oh, und Glas dran und dann hat sich das erledigt. Beziehungsweise, vielleicht können wir hier ja dann den Balkon ein wenig bauen. Ich überlege gerade, wir machen hier zwei, dann haben wir hier einen, dann haben wir hier... Ups. Drei. Hier dann den Balkon. Naja, gut, okay. Ja, da kommt ein kleiner herrschaftlicher Mini-Balkon dran. Zeug dafür haben wir ja genug. So, dann müssen wir mal schauen. Das, ja, komm, das sollte reichen. Wir brennen die mal direkt, weil wir ja Steine brauchen, um dann oben das Dach zu bauen. Da
Meine Güte, bin ich ein Idiot. So, Unknown Items kommen in die Unknown Items Kiste. Ach, jetzt steht auch immer hinter, was das mal war. Mal hier, da ist der Hammer noch übergeblieben. Das war von der vorherigen Mod. Das auch. Bone Meal. Habe ich die Bone Meal Mod rausgenommen? Okay. Und, naja gut, okay, das war auch noch von der alten Mod. Ökokram, habe ich irgendwas zum Reinschmeißen? Ja, hier habe ich was zum Reinschmeißen. Oh Mann. Das kann man gleich mal brennen, oder? Eisen kann man hier mal in die Dingskiste schmeißen. Bergbau tun wir mal so direkt rein. Silber tun wir auch. Ja, Silber haben wir hier unten noch. Mal können wir unten rein tun. Ich glaube, das war auch mal der Plan, dass die Sachen nach unten sollen. So, das kommt aber nach. Ne, das kommt hier unten hin. Das kommt nach oben. Clay ist kein Bergbau, ne? Clay ist Leben. Das Leben haben wir doch hier. Zack. Zack. Gut, das sind Steine, da kommt der hinten hin. Das. Oh, die brauchen wir vielleicht noch gleich. Dann kommt. Haben wir eigentlich. Wir haben keine Wollekiste, ne? Gut, dann kommt das alles noch Ökokram erstmal. Steine haben wir doch bestimmt eine Steinekiste. Eine Cobblestone-Kiste, aber keine. Kommen die hier zu den Möbeln, würde ich sagen, oder? So. Ja, Cobblestone. Da war ein Huhn. Das war in meinem Ohr sehr laut. Aber kein Problem. Ich kann ja runterregeln. So. Jetzt haben wir eine halbe Stunde verquatscht. Das heißt, die erste Folge ist wahrscheinlich schon vorbei. Und wir haben effektiv, wenig geschafft. Warum mache ich die hier an? Holz kommt hier rein. Das nehmen wir erstmal nochmal mit. Eventuell brauchen wir es gleich nochmal. Das ist okay, das ist okay. Wir können dann Sand in die Kiste tun. Oh. Sand haben wir, glaube ich, erstmal genug. Das brauchen wir. Das Stöcksche, das brauchen wir nicht. Können wir zu den anderen tun. Ja, die Fackel, das ist schon okay. Zäune haben wir, glaube ich, auch erstmal genug. Vor allem diese komischen hier nicht, diese schönen. Naja, gut. Das passt. So, Glas brauchen wir. Gut. Gucken wir doch mal, was hier inzwischen passiert ist. Naja, ist ja nicht so viel, ne? Die sind auch leider sehr, sehr teuer, diese Steine. So. Aber ich glaube, da müssten wir immer zwei rauskriegen. Ach, diese scheiß Leftovers. 36. Zack. Kann man die jetzt wieder reintun? Nein. Komm hier. So. Brauche eh keiner. Ich überlege gerade, das ist der Boden. In meiner Testwelt hätte ich das alles als höher gehabt. Sah dann aber von innen komisch aus. Ich glaube, ich lasse das so. Das ist schon okay so. So. Ja gut, dann geht's jetzt los ins Dachbauen. Dachbauen ist toll. Dachbauen macht Spaß.
Genau wegen solchen Dingen nämlich. Gut. Ist wahrscheinlich dann hier. Natürlich. Ja, ist klar. Jetzt habe ich es dreimal gesetzt und es ist dreimal unterschiedlich.